Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Speedrandale. Heute mit einem wunderbaren Gast, zum zweiten Mal dabei, ja, Densen86. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, erneut. Wir freuen uns natürlich, dass wir so wunderbare Gäste wie immer haben, aber mit mir dabei wieder auch Gregor und natürlich auch Simon. Hi. Ja, ich bin gespannt. Du hast ja was wirklich Heftiges heute mitgebracht. Also als du gesagt hast, was du mitgebracht hast, oh Gott, das ist wie einer von denen, der hier perfekt Maschinen spielt. Es ist aber auch schön, dass du jetzt hier nochmal was in der Richtung zeigen kannst. Ich bin ja auch erst ein bisschen später zu Speedrandale hinzugekommen. Da ihr beide ja quasi mit dieser Gattung das Format. Davon reden wir nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ganz schnell. Ja, das ist keine gute Idee. Nee, nochmal, es ist ja die allererste Folge Speedrandale noch, ne? Ja, ich glaube schon. Mit Kaizo Mario. Von dem du jetzt so eine andere Variante zumindest was aus dem Universum spielst. Ja, ne? Also ich würde das ein bisschen relativieren. Super heftig ist das nicht. Es sieht heftig aus. Ja, also es gibt für dich ist es schlimmere nicht. Sachen. Für dich ist es nicht super heftig. Die ganze Idee von diesem Hack ist auch, dass man so ein bisschen eingeführt wird in die Kaizo-Welt. Mhm. Also es gibt wirklich deutlich schlechtere. Ah, deswegen auch Baby Kaizo World. Genau, Baby Kaizo World. Also das ist so ein bisschen. Ist für Babys, nicht mit Babys. Ja. Genau. Wir spielen auch, und das ist ganz lustig, nicht Mario, sondern Baby Mario, weil wir lernen jetzt quasi Kaizo. Nichtsdestotrotz ist das dennoch sehr, sehr anspruchsvoll und es geht halt nicht mehr darum, wie bei einem schweren Hack, nur vielleicht 100 Mal zu sterben, sondern wenn ich hier gut sein will, sterbe ich am besten gar nicht. Mhm. Und das ist dann wieder ein anderer Anreiz. Ja. Ich bin interessiert zu sehen, in welche Richtung es geht. Für die Leute, die nicht mit Kaizo vertraut sind, das ist eben eine Gattung von ROM-Hacks. War das der Macher? Ist das sein Handle Kaizo? Oder wie ist der Name zustande gekommen? Ich weiß nicht genau, wie der Name ist. Vielleicht ist es ein japanischer Begriff für ich hau dich kaputt mit meiner Schwierigkeit. Ja, sowas. Tatsächlich, in die Richtung geht das Ganze. Mhm. Und dann hat sich so etabliert, dass Kaizo eigentlich der Begriff für sehr schwere Level sind, für eine besondere Art von Leveln, von fiesen Blöcken, die auch unsichtbar immer überall im Level platziert sind, die man jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen wird, die aber existieren. Genau, was Leuten nicht bewusst ist, ist eben, dass gerade solche Spiele wie Mario World oder andere Mario-Spiele, da gab es eben Editoren, die Leute schon ganz früh selbst gebaut haben, damit man selber aus den Tilesets, aus den Leveln, aus den Charakteren eigene Level bauen kann. Und was macht man da? Man macht die knallhärtesten, die es gibt. Und das Prinzip ist ja nochmal extra popularisiert worden durch eben den Mario Maker, weil quasi viele Leute auch da im Kaizo-Stil ultra harte Level gebaut haben. Ja. Kaizo kannst du eigentlich sagen, ist eine Übersetzung für Arschloch. Also Arschloch Mario Arschloch auf jeden Fall. Marios Baby-Arschloch. Baby-Arschloch-World. Ja, das ist ganz schön. Also die Super Mario Maker-Geschichte, da komme ich auch her, da habe ich stundenlang investiert. Und was ich ganz nett finde an den Hacks, ist, dass ich, wenn ich einmal die ganzen Mechaniken beherrsche, wenn ich gut bin in Super Mario World, dann könnte ich jetzt auch einen anderen Hack morgen spielen, den ich dann mir ein bisschen angucke, dann weiß ich, wie er funktioniert. Mhm. Aber ich wäre da auch direkt ganz gut. Ja. Spielst du auch andere Hacks? Oder ist ich spiele auch andere Hacks, aber explizit gerade den natürlich jetzt auch, um hier eine gute Zeit zu zeigen. Trainier noch mal ein paar mehr, also wenn du dich heute gut beweist, dann hast du vielleicht noch absolut. Dann vielleicht mal was ganz Knackiges. Ja, du spielst auf dem Super NT. Genau, so ist es. Das hatten wir hier auch mal auf dem Sender vorgestellt. Das ist ja die von dem Analog NT, glaube ich, der Hersteller. Kann es kurz mal versuchen, obwohl es schwierig wird mit dem Kabel. Sieht man es? Ja, das ist die. Da sieht man es ein bisschen. Das ist jetzt einer von mehreren Skins von der Konsole. Da vorne steckt auch dieser 8-Bit-Do oder 8-Bit-Do Adapter drin. Und ich spiele das auf einem quasi original SNES-Controller auf einem Gamepad, der nur wireless ist und sonst eigentlich gar keine Unterschiede macht zum Original. Genau, das Schöne ist bei der Hardware, dass du für ein Gerät, das digital ausgibt mit HDMI, so wenig Lag wie möglich ganz hast. Genau, weil die Dinger, das ist keine Emulation, die drin stattfindet, da ist keine Software drauf, sondern die Hardware, die drin ist, wird quasi so eingestellt, dass die wie ein Super Nintendo funktioniert. Ja. Und das ist also unter den Voraussetzungen, ich glaube, ROM-Hacks kannst du in dem Sinne nicht mit weniger Delay spielen als jetzt. Ja. Ja, es wird schwierig. Okay. Also, wollen wir sagen, es ist dann deine Schuld. Ja. Ist es sowieso. Also, nicht sterben ist sehr, sehr unrealistisch. Auch hier bei dem Schwierigkeitsgrad ist nicht sterben unrealistisch. Spendest $10 für jeden Tod, ne? Oh, nee, das habe ich jetzt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Story ist natürlich maximal plump, wie immer bei Mario. Mhm. Wir sind Baby Mario und müssen Kaizo lernen und ja, das war's. Am Ende befreien wir die Prinzessin. So sehr gut. Der Counter startet. Sobald ich hier auf einen Player drücke, dann kommt der nächste Screen und Baby Mario erscheint. Das ist 3 Sekunden, nachdem ich hier drauf drücke, dann startet der Timer. Okay, Baby Mario erscheint auf dem Bild und dann startet der Timer. Okay, dann also so knapp 3 Sekunden, wenn Baby Mario da ist, nachdem du auf Start gedrückt hast. Genau. Alles klar. Ja, dann würde ich einfach mal starten und Regie ist hoffentlich bereit dann mit dem Timer. Dann sag an, wann es losgeht. Dann geht's jetzt los. Wie gesagt, 3 Sekündchen ungefähr dauert es, nachdem ich drücke. Ja, das ist jetzt. Ja. After Baby has beaten
Learn to Kaizo. Maybe decided to try something harder. Genau, das ist so der Klassiker. Da lernt man die Moves, wie sie im Kaizo funktionieren. Und jetzt hat sich Baby überlegt, ja, ich kann das ja, ich hab's ja jetzt gelernt, dann wollen wir mal gucken. Alles klar, Baby's Garden. Gut, ja. Wie gesagt, Kaizo beinhaltet ganz häufig, dass hier unsichtbare Blöcke sind. Vielleicht, das war schon sehr schlecht, die ihr vielleicht gar nicht seht, die ich natürlich, aber ich weiß natürlich, wo sie sind. Ich erinnere mich an die blöden Blöcke. Und deswegen macht man manchmal auch sehr komische Sprünge, oh Gott, die man so nicht machen sollte. Okay. Ah, das. Na, lass dich nicht, so ist es immer am Anfang. Ja, das stimmt. Du kannst auch nochmal ganz neu anfangen. Nein, es geht schon. Ja, hier sieht man es noch. Da sind sie noch eingezeichnet, die unsichtbaren Blöcke. Ah, okay. Oh. Ah, das ist natürlich Level 1, da ist der Schwierigkeitsgrad noch. Oh, klar. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ist mir viel zu einfach. Was ist das? Mario für Babys? Ja. Aber was ihr schnell merken werdet, der Soundtrack ist einfach großartig im Spiel. Das war Level 1. Ja. Sehr schön. Mit Startschwierigkeiten, muss man wirklich sagen. Ja. Naja, gut. Aber so viel hast du da jetzt echt nicht verloren. Nein. Also, das ist ja das Schöne. In welcher Range bist du denn? Also, wenn du schlecht spielst, verlierst du dann Minuten oder Sekunden? Also, oder? Und, ja, meine PB, und das ist auch der Weltrekord, sind 43,14 ist meine PB. Krass. Und wenn ich jetzt richtig schlecht spiele, dann würde es so 50 Sekunden dauern. 50 Sekunden finde ich gut. 50 Minuten, um Gottes Willen. Sekunden nicht. So. Ist auf jeden Fall selten, dass man mal einen Speedrun sieht, wo es normal ist, dass man stirbt. Ja. Einfach weil, naja, klar, man versucht natürlich Perfektion, aber man sieht, glaube ich, warum es relativ unmöglich ist. Es ist möglich, aber technisch ja. Ja, genau. Auf dem Blatt ist es natürlich möglich, aber. Ja, Simon, schau dir mal Boschi-Speedruns an. Ja. Ist das dieser Bot oder ist das immer noch ein Mensch? Nee, ist ein Mensch, aber. Okay. Das sind also so Sachen, da schlackern, glaube ich, selbst Speedrun an die Ohren, wenn du das anguckst. Das ist unmenschlich stellenweise. Aber deswegen sind wir ja hier, um das zu sehen und zu feiern. Ja. Ich glaube, es waren jetzt schon 4 oder 5 Tode. Naja. Macht nichts. Nein. Was war denn deine tiefste Anzahl an Toden? Hast du das auch Ich glaube, 18 oder 19. Also, gerade zum Ende werden die Level halt echt knackig. Es gibt am Ende eine Star Road und wie das häufig so ist bei Mario World, da wird's wirklich widerlich. Hier kann man einen kleinen Trick ausnutzen. Die Hitbox von dem Delfin ist ja seltsam. Die Mucke ist super. Ja, die Mucke wird großartig. Das sind echt richtige, vollwertige Spiele. Ja, absolut. Die heute gefeiert werden würden, wenn sie damals rausgekommen wären. Das ist echt hardcore, wie gut die alle sind. Das sieht auch immer aus, als würde da gleich eine Wurst ins Wasser fallen lassen. Komm her, dicke Bertha. Puh. Ah, das war gut. Okay. Der Boden ist Lava. Ja. Das war überall. Absolut. In dem Spiel sehr häufig. Es gibt auch noch ein paar Level, da ist auch wirklich viel RNG dabei, gerade bei den Bossen. Das sind so die typischen, die man aus Mario World auch kennt. Die Wendy, die irgendwo in einer Stelle spawnt. Da kann man Glück haben oder auch Pech. Okay. Jetzt kommen wir zum ersten Geisterlevel, die sind immer fies. Oh ja, gerade bei Kaizo, Geisterlevel, vergiss es. Ja, jetzt nutzt man hier eine Mechanik, man geht weit nach rechts und so spawnt der Typ wieder, der Geist. Okay. Den brauche ich natürlich. Sieht aus wie so ein Geister, Yoshi. Ja, so ein bisschen. Goshi. Aber. Und jetzt sehen wir auch gleich schon den fiesesten Gegner und den meistgehassten Gegner in Super Mario World. Das ist nämlich der Fishing Boo. Das ist der Geist mit der Angel. Ja. Und der hat ein Movement, das kann man einfach nur verfluchen. So, jetzt nutzen wir hier den Stein. Da ist er. Und dieses Feuer ist halt wirklich. Uff. Ja. Ist der Geist im Weg? Holy shit. Dieser Typ ist wirklich furchtbar. Auf dem könnte man auch noch rumspinnen. In manchen Leveln muss man halt auch weit auf diesem Fishing-Boot rumspinnen. Ich kenne diesen Kaizo-Boss mehr, wo der da die ganze Zeit herum. Alter. Der Typ ist wirklich von allen am meisten gehasst. Ja, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingslevel. Auch mit einer super coolen Mucke. Oh. Wir sind hier im Himmel. Wow. Oh. Ja, die fallen etwas schneller, als man sonst kennt. You think? Etwas. Oha, okay. Ach,
die Musik aus. Ja, das ist ein Remix, oder? Ja, ganz häufig ist es so. Das ist der, wie heißt er nochmal, diese ganze Fred Feuerstein-Musik gemacht hat. Ich weiß auch nicht. Wo jedes Videospiel hin zu Fred Feuerstein dann wird. Die Todesblöcke sind natürlich Instant Death. Die sind Instant Death. Natürlich. Im Prinzip ist alles Instant Death, weil wir niemals groß sind in dem Hack. Und hier ist ein kleiner Orb versteckt, wenn ihr seht, hinter der grünen Pflanze. Und wenn man dann einsammelt, wäre das Level eigentlich vorbei. Aber Mario läuft dann immer seine paar Schritte nach dem Fällt runter. Okay. Ja, das ist so ein kleiner Troll. Oh. Ja. Beim ersten Mal sammelt man natürlich den Orb ein und denkt, oh, geschafft, und dann ist man tot. Lava ist immer gut. Lava-Decke, ey. Ja. Hab ich nicht gesehen. Jetzt mal den Stein. Wunderbar. Und hier ist eine Reset-Tür. Die macht einfach, dass wir nicht so lange warten müssen und das Timing hier wieder stimmt. Ah, okay. Sonst hätte man da jetzt wieder auf die Blöcke warten müssen. Und das der resettet sozusagen den Cycle. Genau. Okay. Und in der vorherigen Version war es so, dass man da in die Lava hätte springen müssen. Es war aber irgendwie schade, fand ich. Mhm. Und dann wurde es auch extra weggepatcht, weil man hätte man es nicht deathless machen können. Weil du willst da sterben, um den Cycle wieder zu haben. Das war ein relativ einfaches Level tatsächlich. Wie alt ist das Spiel jetzt? Oh, das ist, zwei Jahre? Zwei Jahre. Ja, ich glaube schon. Um Gottes Willen, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ist von jemandem, der auch schon lange bei mir in der Community ist und auch in der Mario World Hack Community. Der hat das gebaut und ich fand's super. Okay. Das Level heißt Dark Side of Kaizo. Das sieht deutlich einfacher aus, aber hier sind halt unfassbar viele Kaizo-Blöcke. Deswegen springe ich auch immer seltsam. Und ich weiß, wo ich natürlich nicht hinspringen darf. Okay. Es sieht halt aus, als wäre da gar nichts, aber es sind natürlich überall unsichtbare Blöcke. Für jeden, der mal Kaizo Mario auch nur annähernd kurz mal gespielt hat, der weiß, was für ein Terror diese unsichtbaren Blöcke sind. Absolut. Und der Schalter hat unten auch einen Kaizo-Block. Das ist halt das Fiese. Ich darf halt nicht unter dem Schalter springen. Okay. Weil ich bin so dumm. Dann kannst du ihn nicht mehr betätigen. Genau, dann kann ich ihn nicht mehr betätigen. Okay, das war mehr als unnötig. Ich wusste es ja. Ich dachte, ich könnte unten unter dem Kaizo-Block noch her. Ja, und genau diese Blöcke sind halt überall im Level. Okay. Was für ein Scheiß. Das ist zu hart. Vor allem, wenn man es das erste Mal spielt, man flucht nur an jedem Abgrund. Es geht nicht. Und auch wenn man wenn man glaubt, okay, ich weiß ja, dass es so ist bei jedem Abgrund. Man springt immer dagegen. Die sind einfach so gut positioniert. Jetzt kommen wir hier auch zum ersten Boss. Und der ist auch schon die absolute Folter. Kaizo-Bosse. Oh mein Gott. Ja. So, und hier nutzen wir jetzt eine Mechanik, die pausiert das Spiel. Und dadurch wird der Timer von diesem Feuerspeien im Bowser resettet. Das ist ein Global Timer. Und wenn ich dann Pause drücke, ist er wieder bei Null. So, jetzt haben wir hier den ersten Boss. Der ist noch relativ simpel. Es ist halt Wendy, die unten random spawnt. Das ist jetzt eine schlechte Position. Das ist halt auch extrem schlecht. Und das kann schon sehr frustrierend sein. Wow, da kam der Sprung tatsächlich nicht. Dann merkt man auch, da du eh so viel auf Tode hier gehst, dass das Wiederanfangen sehr schnell eingestellt ist. Ja, auf jeden Fall. Und nicht wieder raus auf der Welt, nochmal anwählen, zack. Das war gut. Jetzt ist nur fies, dass man natürlich jetzt noch sterben könnte hier. Das ist so ein kleiner Troll, aber es passiert auch nur einmal. Okay. Ja, das war ganz in Ordnung. Also wenn es wirklich gut läuft, schafft man die erste Welt auch ohne zu sterben. Also das habe ich auch schon geschafft. Aber das waren jetzt halt ein paar Tore. Also, das war zum Präsentieren. Absolut, ja. Man muss den Leuten mal zeigen, wie man die fies platzierten Kaizo-Blöcke auch mal sehen. Anders machen kann, ja. Das waren 5 Tode. Oben ist der Death-Counter. Also, was geht. So, ab in den Wald. Der Wald hat keinen Boden. Ui. Alles an der Abholzung. Noch sau viele Sachen, die Sicht verdecken. Du weißt nie, welcher Baum vorne ist und welcher hinten. Ja. Alter. Ja, das ist auch fieser, als es aussieht. Ja. Da habe ich am Anfang auch wirklich gestruggelt.
Mir fällt gerade ein, dass ich tatsächlich gerade ein bisschen eine Annie-Route mache und ich müsste gleich noch mal 2 Level zurück und muss einen Switch-Palace holen. Genau, wir haben es ja, du hast hier ja 100% und ich spiele halt beides, deswegen gehe ich jetzt zurück. Das mach so das. Wild. Das ist nicht so wild. Wir wollen ja alles vom ja, Spiel ja sehen. Mhm. Wir haben noch mal erwähnt, twitch.tv/densen86 ja, für die Leute, genau, die gerne folgen wollen. Da, dass möglichst wieder viele Emotes bei uns im Chat. Das ist das Secret. Und hier gibt's halt einen Schlüssel. Ne, hier gibt's keinen Schlüssel. Aber sonst gibt's für die Secret Exits dann meistens einen Schlüssel. Mhm. Und da gibt's dann noch einen, so ein Block Palace, wie man auch aus dem normalen Spiel kennt. Und diese Blöcke sind dann in den Leveln an bestimmten Stellen, sind dann Boden und nicht mehr durchlässig. So. Und die Blöcke sind in normalen Mario-Spielen easy, in Blockstages. Ja, oh, ja, schauen wir uns das der mal an. Der erste geht auch noch. Der erste geht auch noch. Was für ein Farbschema, ey. Ja, das ist ganz schlimm. Und das wird noch viel schlimmer, das kann ich euch sagen. Oh. Ah. Oh, krass. Geil. Okay, so ein bisschen Mario Galaxy hier. Nice. Ja. Mit dem Wasser, wo man oben schwimmen kann. Ja, ja. Das ist gut. Oh. Ja, man soll nur kurz denken, man stirbt. Das war der erste Palace, der war noch sehr human. Die anderen werden sehr viel interessanter. Ja, du musst dir die auch holen, um komplett das Spiel zu schaffen. Ganz oder genau. Kannst du auch ein paar auf die Star Road. Nein, die Star Road ist in dem Hack so konzipiert, dass ein Level vorher daraus besteht, im Prinzip ist es eine Brücke aus allen farbigen Blöcken. Okay. Wenn die nicht aktiviert sind, kann ich da nicht rüber. So, und das war jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Ja. Das ist wurscht. Ja, das ist wurscht. Das, wir sagen, es ist Simons Schuld. Das passt schon. Ja, Simon, Mensch. Also, ja, hättest du mir doch sagen können, dass ich es vergessen habe. Tut mir leid, ich war so fasziniert von dem, was ich da sehe. Du bist viel besser als in dem Training. Hey, das ist Secret of Mana. Ja, Secret of Mana kommt auch noch häufig, der Soundtrack. Ja, geil einfach. Es ist einfach geil. Also ein Stil. Das sind einfach Todesblöcke. Ja, das sind einfach nicht berühren am besten Fall. Okay, klar. Und was man natürlich immer hasst bei Speedruns sind Scroll-Level. Also, man hat halt keine Kontrolle über die Geschwindigkeit. Bisschen speediger als sonst auch, ne? Ja, ja, schon. Das wird aber gleich auch noch deutlich speediger. Das ist noch human. Oh. Ja. Das war gut. Gerne. Hier sterbe ich auch mal gerne. Instinktiv hätte ich auch gesagt, aber ist das Ende? Ah, nee, man kann nicht so leicht rüber. Es war ja Autoscroller, es war ja langweilig. Ja, Autoscroller sind halt auch blöd, weil da kannst du halt nicht viel Zeit holen. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Ja, aber das ging. Deswegen spielen wir auch keine 2D-Shooter, ne? Das ist das Problem leider. Ja. Das sind alles Autoscroller. Ah, das ist auch ein ganz fieses Level, wo ich häufig mal sterbe. Hey, du bist ja groß. Ja, ich bin groß, aber nur, weil ich mich hier ducken muss. Ah ja, und natürlich vielleicht Steine kaputt machen muss. Ist ja wie Tom Hanks in Big. Und hier nutzt Super Mario World ja die Mechanik, dass wenn man auf einer Slope rutscht, man deutlich schneller ist. Und wenn man, solange man keine Richtungseingabe macht für Mario, behält man diesen Momentum. Also man behält diesen Schwung. Man könnte durch Sprünge die ganze Zeit diese Geschwindigkeit behalten. Und das muss man hier auf den Slopes machen, also keine Richtungseingabe. Und hier muss ich früh landen, damit ich ganz früh schon wieder abbremse, sonst rutsche ich da nämlich zu schnell durch. Eisphysics können einen retten. Hier ist noch ein kleiner Troll, da kann man auch mal sterben. Okay. Das war auch gut. Hey. Ja, gut. Du hast schon gesagt, man merkt graduell, es wird schon schwerer. Ja, ja, ja. Mhm. Aber wirklich hart wird's dann auf der Star Road, da wird's dann wirklich schießen. Das ist auch ganz schlimmes Level. Hier geht es um präzise Sprünge. Das heißt auch Precision Sucks. Und in Annie ist da diese Tür. Ja. Und man darf das Level skippen, weil das wirklich für einen Annie-Run fies ist. Ja. Ach. Precision ist einfach fies. Ja, das ist. Also hier habe ich es, glaube ich, auch noch nie geschafft, ohne zu sterben, tatsächlich. Sehr gut. Das reicht nicht. Wie gemein. Holy shit. Ja, das ist halt wirklich schlimm. Oh! Oh! Das war ein Millimeter. Ja. Ach. Ja. Ja. Das ist auch fies. Ja, ist super fies. Ach, das geht's doch nicht. Und hier nutzt man auch die sogenannte Rewrap-Technik. Das heißt, wenn man die Sprungtaste im Sprung hält, fällt Mario langsam ab. Das bedeutet, lasse ich sie früh los, fällt er auch schneller. Ich darf allerdings nicht zu früh loslassen, sonst komme ich nicht über den Mancha. Oh. Nice. Ja. Ey, das war, das fies, war wirklich mal mega fies, ey. Hammer.
Ja, das mögen die meisten auch nicht, so präzise Sprünge, deswegen heißt das aber auch Precision Sucks. Nightmare Falls, auch schöner Soundtrack hier. Spielt auf Mario. Ja. Ja, ja. Aber auch geremixed. Ja, natürlich. Das passt nicht rein. Oh. Ich glaube, sonst wird es auch schwierig sein, die Original-Soundtracks zu nehmen. Ja, wahrscheinlich. Ja. So halb für so ein erlaubt. Game, was ja. for free eigentlich ist. Du musst ja natürlich auch sagen, die ganzen Assets sind eh schon größtenteils. Das ist wohl auch wahr, ja. Ein Gentleman's Agreement. Ja. Hm. Hier kommen wir in die Secret Welt zum zweiten Palace. Hm. Der Palast der Tränen. Dämlichen Delfine. Die Delfine, ey. Den Track kenne ich auch irgendwo her. Ja. Ja. Die kennt man eigentlich alle irgendwo her. Aber woher? Nice. Das ist ein guter Track. Ja, wo ist der? Der gefällt mir sehr gut, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Hier gibt's auch einen kleinen Troll, wenn man da. Oh. Ja, das ist Arschloch, ey. Aber das macht's natürlich aus. Das macht Kai so aus, ne? Ein Level ohne Troll wäre besser. Was wäre passiert, wenn du auf den ersten Block gesprungen wärst? Dann wäre ich tot wahrscheinlich. Ja? Das ist so natürlich fies, wenn es keinen Checkpoint gibt im Level, ne? Ja. Man da das Ganze nochmal machen darf. Und ich glaube, mein erster Run hatte 450 Tode oder so, durchzuspielen casual. Das geht ja noch. Ja. Ich hätte dich in den ersten drei Leveln gehabt wahrscheinlich. So, jetzt sind wir wieder im Nightmare Forest, jetzt diesmal nicht mit Secret Exit. Sondern normal durch. Bei so schöner Musik kann das doch nicht Nightmare sein. Ja. Oh, ui. Ui, ui, ui. Ah, da ist man natürlich gierig. Man kann natürlich warten, bis die große Lücke da ist. Verrückter. Ja. Das ist ein Speedrun, ne? Ja, eben. Jetzt kommt unser fiesester Fishing. Oh Gott, furchtbarer Mensch. Ja, zum Glück. Also das hat auch selten versucht. Sehr schön. Das war sehr gut. Ja, die Mechanik von Fishing Boo ist immer, dass er sich versucht, in die Mitte des Bildschirms zu bewegen. Und je nachdem, wie schnell man dann nach links oder rechts geht, muss man das einfach im Kopf haben, dass er immer versucht, sehr zentriert zu sein. Mhm. Run Forest. Das ist auch ein spezielles Level. Ich muss hier dieses P-Speed aufbauen, was man kennt, womit man dann fliegen kann. Das darf ich jetzt das ganze Level über auch nicht mehr verlieren. Ah, okay. Jetzt, da muss ich es wiederholen. Sehr kurz, aber trotzdem auch knackig. Ja. Mhm. Cool. Ja. Die sind auch schön unterschiedlich, die Stages. Finde ich auch. Finde ich auch. Und das gibt's auch im ganz klassischen Kaizo Mario, dieses Spielprinzip, dieses Levelprinzip, dass man einer Liane nach oben folgen muss. Mhm. Und immer die Blöcke vorher kaputt machen muss. Ah, ja. Damit die weiter wächst. Ich mache also ein Rennen gegen die Pflanze. Das wird jetzt knapp. Oh, komm schon. Ah, reicht. Nice. Oh. Wow. Ja, der kann nerven am Ende noch. Ja, ich hab's geschafft. Blonk. Das war die erste Phase. Das finde ich aber ein wirklich cooles Prinzip. Ja, ist eine clevere Idee. Ja. Das war gut. Nice. Ey, Shoutouts an den Entwickler. Ja, super gut. Also keine Frage, finde ich auch. Shoutouts auf jeden Fall. Nicht nur vom Game her, auch die Musik ist super. Das ist, das habe ich schon so häufig gesagt. Das ist bei Hex ganz häufig, dass man das Gefühl hat, es ist besser als ein wirklich Nintendo-Level. Für alle, die das auch mal spielen wollen, wo kriegt man das her? SMW Central, das ist so die Seite für Super Mario World Hex. SMWcentral.com, da kann man es runterladen, Baby Kaizo World. Alles und klar. Es ist halt nur ein Patch und man patcht nur die Original Super Mario World ROM. Mhm. Dadurch ist das Ganze so halbwegs legal. Okay. Man da, dieses Spiel ist nicht veröffentlicht, sondern nur der Patch, der die Original ROM zu diesem Spiel macht. Okay. Genau, es gibt auch viele Möglichkeiten, sein Modul auszulesen, also. Da sollte man auf keine Probleme stoßen. Nächster Boss. Ja, jetzt haben wir hier Lemmy. Gleiche ist auch ein schlechter Spawn. Wegen dem Feuerball oben. Oh, man sieht's. Ja.
Und die Bosse sind halt wirklich RNG und das ist manchmal frustrierend. Ja, komm schon runter. Wichtig ist halt, dass ich, nachdem ich runterfalle, sofort wieder die Sprungtaste halte. Mhm. Sonst komme ich nicht wieder ins Wasser. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich möchte hier ja nicht mehr schwimmen. Das heißt, gerade da muss ich nur ganz kurz schwimmen loslassen. Mhm. Aber es war ein ganz guter Pattern. Also hier kann man auch ordentlich eine Weile schwimmen, ohne dass was passiert. Es bildet sich mehr an, dass du auf das gute Pattern wartest, anstatt wie wild hin und her zu schwimmen, wenn du einen siehst. Du kommst ja eh nicht rechtzeitig hin, ne? Sehe ich auch so, ja. Jetzt sind Tode, das ist doch wunderbar. Sieht gut aus. Baby Shells. Ja, das sind jetzt hier die sogenannten Shell Jumps, die kennen viele. Oh ja. Da muss man im richtigen Moment. Nice. Und das Lustige ist, das ging halt ja auch bei Super Mario World schon. Das hat als Kind nur niemals jemand gemacht oder versucht. Merkst du? Und ich frage mich, warum? Ich meine, das müsste ja eigentlich mal aus Versehen passiert sein. Das muss ja eigentlich aus Versehen mal passiert sein. Ja, ja, das ist wirklich ein ganz kleines Zeitfenster, das man da nur hat. Ja. Also mich wundert es nicht, dass es keiner rausgekriegt hat. Naja, aber mal aus Versehen. Und dann hätte man doch sagen können, wow, wie ging das denn? Und dann hätte man versucht, oder? Ja, scheinbar. Den ganzen Tag lang. Ja. Ich denke schon, dass die meisten so am Speedruns wahrscheinlich angefangen. Aber irgendwie, ja, scheinbar ist es halt doch schwieriger als gedacht. All day long. Ja, hier sind auch gerne mal Tode drin bei mir. Denn hier muss man wieder diese Slope-Mechanik nutzen. Ja, ja. Und die ist ganz, ganz schlimm. Boah, Alter, aufwärts rutschen ist halt auch ein ganz kleines Zeitfenster. Und das ist jetzt nämlich das Fieseste, da drunter herzukommen. Ui. Ach nee, da, hätte ich es geschafft. Jetzt fehlt mir der Schwung. Ja. Und sobald er runterläuft, kann man halt nicht mehr springen. Yes. Ach ja. Boah. Er ist ja echt gemein. Es ist fies. Ja, ich sag ja. Also hier sterbe ich ganz gerne mal häufig. Genau an dieser Stelle. Und jetzt muss im Prinzip immer auf das oberste Ende der Slope jetzt rutschen. Ja, sehr gut. Das ist fies. Man leidet mit dir. Hast du hier mal ein Level im ersten Anlauf geschafft? Oder die sind ja so konzipiert wahrscheinlich, dass es gut wie unmöglich ist. Ich habe keins im ersten Level. Nee, ne? Also irgendwo stirbt man immer. Ja. Irgendwas trollt dich dann. First try, auch beim 10. Mal. Jetzt kommt ein Wasserlevel. Viele hassen es ja. Ich finde allerdings, bei Super Mario World ist das Schwimmen wirklich richtig, richtig gut. Man hat so viel Kontrolle über Mario. Mhm. Von der Trigger-Musik. Mhm. Oh. Ach. Dieses dicke Cheep-Cheep. Ja. Das ist auch seltsam. Manchmal sind die Hitboxen von der Mancha, habe ich das Gefühl, gehen halt einen Pixel weiter als. Das ist jetzt kein One-Cycle mehr. Also tatsächlich, ich verfluche eigentlich auch in den meisten Spielen Wasserlevel, aber bei Super Mario World finde ich es noch ganz spaßig. Ich nicht. Ich mag. Gerade bei Mario Games finde ich die Wasserlevel immer schön. Ja, wenn du dann natürlich Mario Bros. 1 dagegen rechnest, das ist ja auch schon. Puh. Das ist das Gute, aber wenn du, sobald du ein Item hast, schwimmst du schneller. Ja, das finde ich gut bei Mario World. Ui. Ja, das soll eigentlich nicht passieren. Am besten nicht nach oben oder nach unten halten hier bei den Vines. Aber man hält natürlich nach unten, sonst schwimmt man nicht so, macht man nicht so einen kleinen Schwimmer, sondern halt oben an die Mannschaft. Mhm. Also im richtigen Moment loslassen. So, das ist jetzt Welt 3 von 4 insgesamt. Hier gibt es noch einen RNG-Boss und der letzte Boss ist halt auch ein bisschen fies. Der ist bestimmt easy. Ja. So wie der Rest des Spiels. Wenn man weiß, wie es funktioniert und wenn man Glück hat mit Pattern, dann geht's tatsächlich. Das war nix. Oh. Jetzt gehen wir hier erstmal in den Secret Exit. Das war eine große Röhre. Und du wärst du gleich weggedrückt. Ja, genau. Ich habe auch ganz kurz. Jetzt haben wir hier einen relativ fiesen Boss, denn ich brauche die Steine. Oh ja.
Und die Steine hebe ich auf, wenn ich also Sprung und Grab im gleichen Frame drücke, dann mache ich beides. Ich sollte halt nur nicht vorher greifen und dann springen. Ja, weil sonst fällst du runter. Ja, das war's. Im Original Kaizo hattest du hier noch ein Dings, oder? Ein Fishing Boo. Genau, ja, genau. Also Frame Perfect muss sicher sein. Genau. Alter. Naja, man kann es halt, wenn du zu früh springst, ist es nicht so schlimm, denn dann springst du nur. Ja. Du solltest nur nicht vorher greifen. Ja, eben. Einen Frame vorher. Und dann bist du RIP. Das ist ganz hässlich, dieses Level. Es ist einfach bitte gelb. Also, ja. Das ist wirklich. Und gelbe Gegner. Ja. Ah, wieder diese coole Musik, in der ich nicht weiß, woher sie stammt. Und der letzte Sprung ist tatsächlich auch noch ganz knifflig. Man muss sehr knapp am Rand machen, denn der. Der Boden verschiebt sich. Und auch da stirbt man einfach am Anfang. Und du siehst es gar nicht zuerst, weil er verschiebt sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Bildschirmscroll. Genau. Das heißt, es sieht unten aus, als ob es eigentlich statisch ist, aber die Lücke wird immer größer. Genau. Also da fällt man einfach ein. Was der Herr? Ja, und damit haben wir die gelben Blöcke auch aktiviert. Und jetzt das ganze Level nochmal ohne Secret Exit. Ja. Das war jetzt auch einfach. Was eine Verarsche. Ja, das Timing war jetzt auch wirklich schlecht. Es gibt halt, die Anzahl der Tode ist noch gar nicht mal so ausschlaggebend. Es gibt gute Stellen, wo man sterben kann, ne? Und es gibt halt total schlechte Stellen, wo man am besten nicht stirbt. Das war jetzt gerade eine davon, weil es einfach so lange dauert, da wieder hinzukommen. Ich würde mich jetzt niemals trauen, über diese Bu-Brücke da muss einfach man, da durch. Muss man aber, sonst kommt nämlich von oben Stachel, wenn man zu lange steht. Okay. Alter. Jetzt wird das Timing noch viel, viel schlimmer hier. Und der Sprung hat mich auch schon meine Nerven gekostet. Ja. Oh. Ey. Pomp. Ja. Wenn man nicht springt, wird man abgeknallt. Und auch das ist sehr frustrierend, wenn man dann wirklich das Level geschafft hat im Casual Playthrough und denkt, ach, endlich. Und dann bums. Zelda-Musik. Chuck Garden. Stimmt. Liebten Chucks. So, und der hilft mir jetzt. Der kann nämlich da unten über diese Schiene fahren. Oh. Ja. Alter. Das war gut. Das ist auch ein kleiner Troll, da wird man eigentlich auch immer vom Stein getroffen. Muss kurz abbremsen. Und hier kann man es auch riskieren, in einem Cycle durchzukommen. Ich könnte jetzt, es ist ein bisschen RNG, wann der erste Football fliegt. Und man kann es riskieren halt sofort, wenn er spawnt, in die Luft zu gehen, aber nur mal sicher ist so. Ja. Rücksichtspunkt war doch noch nicht direkt da, ne? Genau. Noch ein bisschen weiter hinten. Ja. Genau, dann würde man den Screen davor auch noch machen müssen und dann. Also entweder eine halbe Sekunde sparen oder eine halbe Minute mehr drauf. Jetzt das erste Mal Yoshi. Oh nein, er wird sterben. Er wird häufig sterben. Oh, er wird sterben. Er wird häufig sterben. Ein Wegwerfreittier. Holy shit. Oh! Aber er hilft auch. Natürlich. Das ist eine coole Mechanik. Wir brauchen Yoshi auf der anderen Seite, kommen da oben nicht durch und machen es dann so. Ah. Das kannst du hier auch nochmal. Jetzt können wir hier ein bisschen schießen. Okay. Wir haben sogar gerettet. Das ist schön. Am Ende nochmal überlebt. Ja, Garnet, du hast die Bombe extra da oben gelassen, den Bullet Bill, ne, damit du nochmal irgendwie draufspringen kannst. Aber nein. Das war ein bisschen Style-Punkte. Baby's First Disco. Ja, auch ganz
ein absolut gehasstes Item, nämlich hier diese Disco-Shells. Alter. Wer sie aus dem normalen Spiel kennt, die Movements, mega nervig. Das Movement von den Dingern ist halt ganz schlimm. Und ich kann eigentlich nur, wenn ich auf einer bestimmten... Oh, der hat auch beim First Try geklappt. Das nice. Ist auch nur sehr, sehr selten. Kann ich eigentlich nur häufiger auf dem Disco-Shell hüpfen, wenn ich nur entweder rechts, ganz rechts auf dem Disco-Shell bin oder ganz links. Wenn ich mittig stehe, haut er mich immer zu einer Seite runter. Ja, und dann kommen wir zum dritten Boss. Und der ist, der ist natürlich genauso RNG wie die anderen auch wieder. Und noch nervig dazu. Switch ist ja auch eine ganz schöne Sache, sind jetzt auch beim neuen Super Mario Maker tatsächlich im Trailer dabei gewesen. Das, glaube ich, wird auch nochmal die ganzen Super Mario Maker Level auf jeden Fall pushen. Das ist eine schöne Mechanik. Ja. Na, Gregor, wer ist der nächste Boss? Was sagst du? Die Rhinos. Nee, es waren ja Mario 3 Boss, oder? Hauptsächlich Sets. Also die Mario Koopa Kids. Die Koopa Kids. Ich sag Ludwig. Aber weil ich. Verdammt. Das Fiese hier ist jetzt. Da oben ist halt der Schalter und der Shell. Oh ja. Es ist wieder Wendy. Genau, es ist wieder Wendy und der schaltet halt immer wieder die. Oh, das sind super. Das war sehr gut. Das war lucky, dass sie da natürlich ist. Mhm. Das ist auch sehr gut. Wow, das war. Nice. Ich glaube, so viel Glück hatte ich tatsächlich noch nie bei dem Boss. Aber auch das gehört beim RNG dazu. Ja. Ne? Mhm. Manchmal ist es auch halt gute RNG. Richtig gut, ja. Komm, Ludwig als nächstes. Verdammt. Oder auch nicht. Jetzt kommen wir schon in die letzte Welt für den Anyrun. Danach kommt nur noch die Star Road. Was meinst du? 31 Minuten? Ist das zeitlich? Ist normal. Ist in Ordnung. Nichts, weder gut noch schlecht. Nein, okay. Nein, alles gut. Dacht. Oh, die schönen Montys. Mhm. Müssen wir unten die Brücke bauen? Oha. Oben muss der andere Monty mit. Das heißt, wir müssen diese Blöcke aktivieren. Nein. Nicht nach oben werfen. Da muss man dann Shelljump machen. Ja. Das ist der Reflex, das passiert mir so häufig, dass man immer nach vorne rennt. Ja. Es ist Mario, ich muss nach rechts, das Level startet, los. Und das ist auch eine Stelle, wo man nicht sterben möchte, denn das dauert. Mhm. Weil ich auch wieder auf die Geschwindigkeit von den Montys hier angewiesen bin. Nice. Und hier kann man jetzt auch eine riskante Strategie machen. Mache ich auch gleich. Do it! Ja. Hier kann ich nämlich jetzt unter dem Block her. Ja. Ah. Da ist der, dafür ist der Naked Koopa tatsächlich auch da. Das ist halt so ein High-Risk, High-Reward-Ding. Mhm. Ich mach's aber nochmal. Dann kann ich von der Seite nämlich das greifen und dann, sonst würde der Monty nämlich gegen den Naked laufen, wieder nach links und würde eine extra Runde drehen. Okay. Ah. Nice, und nice. Das war sehr gut. Ja, wenn es jetzt einmal fällt, ist es eigentlich nicht schlimm, dann wäre es so, als hätte ich es nicht probiert. Mhm. Weil, dann darfst du das nächste Mal aber nicht verkacken. Genau, ne? Dann sollte man es nicht verkacken. Ja. Das ist auch ein Level, wo man unbedingt nicht sterben möchte, denn solche Passagen sind halt einfach katastrophal. Jetzt kann man halt auch leicht mal sterben und das ist nicht schön. Wo in diesem Spiel kann man mal nicht leicht sterben? Ja, also. Hier in die Pipe zu kommen ist nämlich wirklich knifflig. Welche Pipe? Natürlich. Man muss halt den Moment abpassen, wo die Manscher unten weg sind. Das ist auch fies, wenn man die Plattform berührt in irgendeiner Weise, dann sinkt, dann kommt von oben die Cola runter und selbst nach dem Endescreen stirbt man noch. Ich weiß nicht, wie das programmiert ist. Irgendwie. Sie wartet da noch. Ja. Noch hast du Glück gehabt. Ich war bereit. Yay, das ist Secret of Mana 2. Du hast Taken den Sitz zu 3. Den Sitz zu 3. Oh, krass. Ja, hier müssen wir jetzt genau wissen, wo das Wasser wann spawnt. Boah. Ich dachte, das Wasser hilft uns. Das Wasser ist unser Freund. Diese Anspannung, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob man da sofort rein kann. Also, ich habe schon so viel versucht, aber es klappt irgendwie nie so richtig. Ja.
Das lief auch erstaunlicherweise sehr gut. Ja. Zum Glück kannst du den Counter abbrechen für die Punkte. Das wäre ja nochmal was, ne? Oh, so viele Punkte geholt, so schnell. Gottes Willen. Erstmal 10 Minuten warten. So, hier gibt's auch wieder Autoscroll, der wird aber extrem schnell. Und hier gibt es auch wieder einen Weg zum, es gibt einen Secret Exit zum letzten Palace. Und den zu erreichen, der ist wirklich fies. Und ich muss im richtigen Moment von einem Yoshi abspringen. In eine Pipe. Uiuiui. Nämlich da oben. Ah, das hat funktioniert. Das klappt auch selten beim ersten Versuch. Ich bin so beeindruckt von allem, was ich hier sehe. Wirklich, du machst das so, schüttelst das so aus deinen Tattoos raus. Aber ey, ich raff das nicht. Wie man das so lernen kann, das werde ich nie. Und du könntest mich einsperren und sagen, du kommst nur raus, wenn ich würde es nicht schaffen. Wirklich. Doch, es ist eine Übungssache, natürlich. Man findet dann dein Skelett und pausiert im ersten Level das Spiel. Ja. Oh no. Schade. Du wirst vertröstet. So, du hängst zwar vielleicht eine Stunde in der Stage rum, aber die Mucke ist wenigstens schön. Ja, das ist echt gut. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Ja, man muss es auch wirklich als vollwertiges Spiel sehen, finde ich. Also natürlich ist das ein Hack, aber es ist halt wirklich gut. Wenn man es das erste Mal casual spielt, ist es ein vollwertiges Spiel. Er dreht sich halt genau dann. Okay. Ich kann halt nur von einer Seite auf ihn drauf, wenn er uns den Rücken zeigt, den Panzer, dann hat er eine Hitbox. Das war ganz schlecht. Wenn er uns den Panzer nicht zeigt, ist er halt durchlässig. Man sieht eben, wie kreativ mit dem mit der Technik umgegangen wird, weil Leute auf einem Prinzip dann aufbauen, was gut an sich funktioniert hat. Und da steckt einfach noch mal viel mehr drin, was du machen kannst. Ja, die sind auch fies, diese Doppel-Shell-Jumps sind echt fies. Ich meine, man weiß ja von Nintendo, dass sie ohnehin schon super kreativ sind und wirklich auch schon das Maximum, glaube ich, immer rausholen aus dem Level-Design. Aber dann zu sehen, dass es eben mal, änderst du hier ein bisschen was, machst da einen Schalter oder so hin und plötzlich ist es ein völlig anderes, noch besseres Spiel. Das ist schon faszinierend, was da passiert. Auch schade, dass die Leute, die das machen, scheinbar halt natürlich nie das Geld dafür bekommen, weil es ja auch nicht ihre Sprites sind. Ja, aber es ist eigentlich schade, weil es ist viel Arbeit, absolut, die da reinfließt. Absolut. Unfassbar viel Arbeit. Ah, unglaublich. Also jetzt ist willst ein bisschen du mal kurz mal ruhig sein? Um Gottes Willen, nö, das. Bin ich ja gewohnt. Ich bin ja, wenn ich sonst spiele, auch immer nur am Quatschen. Also da bin ich eigentlich sehr entspannt. Es ist halt schwer und es klappt nicht immer. Das ist das Problem. Jetzt hatte ich wieder das Gefühl, dass der Sprung nicht kam. Da auch. okay. Kann sein, dass der alle ist, um Gottes Willen. Oh Gott, bin ich. Oh nein! Da blinkt irgendwas blau. Nee, das ist einfach nur Akku leer. Ich brauche nur ein USB-Kabel. Du brauchst ein USB-Kabel. Warte mal, nimm das mal von der PS4. Dabei habe ich das voll geladen. Ah, oh, es hängt jetzt auch mit den Kabeln fest. Ich war hardcore gut vorbereitet. Also schließ das mal an die, PS4 an. Die müsste dann Strom liefern. Ja, Moment. Ist gemacht. Macht nix. Und? Kriegst du Controller-Strom? PS4 ist an, ne? Aber jetzt muss das Ding erst wieder verbinden. Oh nein, wie schlecht ist denn das? Egal, mach was mal. Technical Difficulties. Muss ich hier vorne was drücken? PS4 ist doch an. PS4 ist an, oder? Oder ist weiß ist nicht an, ne? Ich weiß nicht, was weiß bedeutet. Doch, weiß ist eigentlich an. Ja. Ich glaube, der verbindet nicht mit dem Bluetooth, sobald er eine Playstation hat. Aha. Hat das Ding hinten im Bluetooth? Nee, dummerweise nicht. Ich meine, USB. Es zählt doch auf die Zeit drauf, ja, ne? Ja, alles das gut. Alles. Okay, was machen wir jetzt? Im Prinzip müsste er nur einmal verbinden. Er müsste genug Strom haben, dass er einmal verbindet. Und dann könnte ich die Playstation. Ich suche dir ein Super Nintendo Pad. Ja, das geht auch. Mach dir. Ich check. Das tut mir leid. Ich habe ihn aber tatsächlich extra. Ja, vielleicht können wir die Zeit einmal sonst pausieren, liebe Regie. Es wäre eigentlich smart, ne, die Zeit jetzt kurz mal zu pausieren. Vielleicht schon sogar eine kleine Pause, Regie. Vielleicht sogar, okay, wir merken uns mal 38 so, und reihen das gleich nochmal runter. Aber es war eigentlich sogar unter 38. Alles gut. Aber ein bisschen Strafe muss ich schon. Ich hatte schon das Gefühl, also der Sprung war schon komisch. Ja, aber tatsächlich es, nicht. Das erklärt. Probieren das mal ohne PS4 zu. Ja, das müsste schon lösen, das Problem. Ja, oder lass doch kurz in die Werbung gehen, wenn wir schon pausiert haben, den Counter. Und dann wird es zurückkehren. Noch ist er nicht pla. Wir werden ihn pausieren. Jetzt machen wir kurz Werbung, danach geht's weiter bei Minute 38. Perfekt. Und Kaizo Baby Mario. Mit einem geladenen Controller. Mit einem hoffentlich geladenen Controller. Bis gleich. Hallo. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Zu einer brandneuen Baby Kaizo World mit Denzel 86. Ja, hey.
Ja, sowas, it never happened before, oder? Nee, absolut nicht. Hatten noch nie Probleme mit dem Gamepad, noch niemals. Irgendwann ist das erste Mal. Tja, ja. Leider ja. Tja. Wir haben gerade versucht, das Gamepad wieder anzubringen. Kannst du ja. damit jetzt steuern? Ja, wunderbar. Ja, wir haben parallel noch mal, wenn es jetzt am Ladestatus lag, noch eine Stromquelle drangepackt, dass das Gerät weiter lädt. Kleines Problem, was wir haben, der Quicksave hat nicht funktioniert. Nein, er hat nicht gespeichert. Das heißt, wir müssen das ganze schöne Spiel noch mal von vorne anfangen. Aber und ist okay. Halb so wild, weil du hast schon versprochen, das wird jetzt Weltrekord. Jetzt wird es Weltrekord. Jetzt wird es Weltrekord. Also alles andere wäre jetzt ja jetzt, haben, jetzt können wir auch vor allem mit Expertise reden, bis wir da sind. Absolut. Du warst auf einem soliden Kurs, aber es geht noch besser. Es geht deutlich besser. Alles das werde ich euch jetzt zeigen. Dann mach den Counter wieder rein und wir starten wieder von vorne. Top. Gut, dann würde ich wieder ungefähr drei Sekunden. Erst starten und dann. Drei Sekunden und wenn Mario erscheint, machen wir es nochmal. Und dann wird das jetzt der Weltrekord mit Ansage. Go. Go. Ja, gut. Kein Stress, ne? Also, das ist Baby Kaizo World, ne? Ja, das ist Baby Kaizo World. Nein, aber solche Sachen, wir kennen ja häufig mal irgendwie so einen Run, geht in die Binsen, irgendwas hat nicht funktioniert, das bringt es mir wieder neu zu starten. Das ist eigentlich was, was häufig mal stattfindet. Ja. Gut, da muss jetzt ja definitiv der Kurs Null Tode sein. Alles andere ist ja dann jetzt albern. Und tatsächlich bringt es ja auch immer wirklich ein bisschen was, wenn man warm gespielt ist. Ja. Ist ja nun mal auch kein Quatsch. Sieht man ja jetzt auch direkt. Hast eben auf jeden Fall länger gebraucht. Ja, ich glaube, ich hatte doch schon hier drei Tode. Ja. Aber es ist halt Mario, das geht immer. Da kann man sich die Level auch zweimal geben. Perfekt. So kann es auch laufen. Easy. Als wäre nie was passiert. World Record Pace. Ja, ja aktuell glaube ich. Aus irgendeinem Grund existieren noch Weltrekorde. Ja? Du musst nur aus dir hinaus. Ja, sie müssen nur aus dir rausholen. Und du bist auch der aktuelle Weltrekordhalter. Ja, es ist jetzt auch nicht so, als würden es Tausende von Menschen runnen. Ne? Naja, aber die trauen sich dann zu Recht auch nicht. Es reicht nur, wenn ich Weltrekord schreiben kann bei YouTube. Ja, das, reicht das, ist, es, das ist es definitiv. Das in ist beiden Kategorien. Den habe ich gestern wiedergeholt. Es runnen, glaube ich, 9 oder 10 Leute. Das heißt, du hast ihn gestern wiedergeholt. Also es gab jemanden, der vor dir. Ja. Schreibt ihr euch oder? Ja, da kommt man in den Chat und dann sagt man, yo, ich hab das und das. Challenge accepted. Und dann muss es natürlich schneller machen. Geht ja nicht anders. Ist ja, die Ehre ist ja nicht ganz unwichtig. Ja. Also hier, das machen die hauptsächlich gerunnte Kategorie ist halt Annie. Ist halt ein bisschen schneller. Und das machen die wenigsten. Aber ich habe in beiden den Weltrekord. Auch du wirst älter werden. Ja. Junge werden nachwachsen. Mit schnelleren, flinkeren Fingern. Absolut. Und während du abbaust. Absolut. Also mein Ziel ist zumindest Welt 1 ohne Tod wäre schon sehr, sehr gut. Und das ist auch machbar. Da denke ich irgendwie immer an SpongeBob bei der Musik. Aber sich ja, ein bisschen. Nicht, ich weiß nicht, wo sie her ist. Oder an Little Mermaid. Little SpongeBob. Ach, Little SpongeBob. Sehr gut. Null. Das bleibt bisher stehen. Sehr richtig, richtig. Unter dem Meer. Ja. Unter dem Meer. Da stirbt Mario sehr. Muss man wieder Ariel üben. Gibt's davon ein Spiel? Ja, es gibt vor allem auch nicht Speedrun, nur eins. Ne, du sitzt neben einem es der bekannteren Speedrun Speedrunner. Okay. Ariel, 8 Minuten oder so. Also, der Weltrekord, ich habe 12 oder so gebraucht. Du hast 12 Weltrekorde gebraucht, ja. Ja. Das übe ich für, wenn wir jemals unseren Speedrun-Marathon, finde ich, sollten wir damit auch anfangen. Aber Aladdin finde ich tatsächlich auch interessant. Jetzt kommt er wieder mit also Aladdin. Was habt ihr denn alle mit Aladdin? Das ist ein gutes Spiel, Ariel. Ich kann dazu nichts sagen, aber... Ja, Aladdin, es war cool anzusehen, wenn es einer kann. Ich habe es versucht zu üben. Es hat mich wirklich wütend gemacht. Und dann bin ich zu Resident Evil umgestiegen. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied von Aladdin zu Resident Evil. Ja, vor allem, weil Resident Evil nicht so wütend macht. Ja. Nee, nix für mich. So, jetzt haben wir auch... Ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt ja den Fehler umgangen haben, dass ich hier vorhin noch mal backtracken musste, weil ich vergessen habe, den... Es wird schon eine bessere Zeit. Es wird deutlich besser, bin ich mir sehr sicher, ja. Es gibt für alles einen Grund. Ja. Uff,
Ich dachte schon. Holy shit. Holy shit. Dachte ich schon. Nein, nein, alles gut. So, hier ist die Gefahr auf den Tod sehr, sehr hoch. Da ist er wieder. Ich wüsste gerne, wie er heißt. Weiß es nicht. Schnabuli. Haben wir uns nicht auf Goshi geeinigt? Also Goshi, ja. Das ist so kreativ, dass das sogar fast stimmen könnte. Check das mal, der hat doch bestimmt einen Namen. Alles hat einen Namen bei Mario, das ist ganz wahnsinnig. Wahrscheinlich denkst du an sowas wie Goshi, dass er Anton heißt oder so. Oh, jetzt kommt unser Freund der Fishing Boo. Yay. Perfekt, auch viel besser als gerade. Das Fiese ist halt, dass der Steingeist vor der Röhre ist. Ja, ja. Und ich muss halt in die andere Richtung gucken, damit er nach oben fliegt. Perfekt. Und jeder wackelt sofort bei dieser Musik. Das ist großartig. Das Schöne ist, dass die Leute, die dich kennen und auf den Speedrun warten und dann sehen, wie lange das Video ist, dass die total schockiert sein werden. Ja, um Gottes Willen. Schon bevor sie das Video sehen. Was hat er denn da gemacht? Ja. Ich muss ja Bericht erstatten. Sag einfach, du hast voll verkackt, du hast so eine 60er-Zeit oder so. Ich hab eine Stunde gebraucht. Alle anderen, die es noch nicht kennen, sagen, ey, geil, 2 Stunden Speedrun da. Ja. Also für jeden was dabei. Ja. Perfekt. Hauptsache Sendezeit. Das war Absicht. Hauptsache Sendezeit. Das ist ein guter Claim für Rocket Beans. Yeah. Hauptsache es sendet. Und die Null bleibt stehen. Das ist gut. Gut. Die schwarze Null. Nicht schlecht. Ja. Dass es keine Liste gibt mit Geisternamen von Mario. Ja, das ist... Wundert mich. Komm, mach dich jetzt nicht verrückt, Gregor. Das muss ich rausfinden. Jetzt. List of Enemies. So. Und am Ende heißt er wirklich Goshi. Wenn es wirklich mal so einen Null-Death-Run geben würde, dann wäre für mich auch der Punkt, wo dann der Run auch vorbei wäre, das Spiel. Ups. Stimmt, weil dann, würde ich sagen, so richtig viel, das gibt's nicht nur, weil ich da so blöd gesprungen bin. Dann würde ich halt sagen, viel, natürlich ist immer noch ein bisschen Zeit drin, aber viel geht da nicht mehr. Nee, das wäre mir dann auch zu doof. Das wäre nochmal so ein Ziel, tatsächlich einmal ohne Sterben. Ohne Sterben, ein Kaizo-Game, vergiss es. Ja, damit würdest du dich wahrscheinlich unsterblich machen, in gewisser Form. Man würde ja nicht drüber reden. Ich glaube, dafür ist es noch zu leicht. Traurig. Oh ja, es sieht auch super easy aus, das Game. Super leicht. Aber null Tode, wie. Das sind die sogenannten E-Rees, also E-E-R-I-E. E-Ree wie. Das habe ich sogar mal irgendwo gehört. E-Ree. Oh, ich finde Goshi aber besser. Goshi ich fand gut. Goshi auch gut. Auf Japanisch Teresorusu oder Teresol. Ah ja. Ja, sie sehen aus wie ein Buu und ein Yoshi. Oh. Ja, es ist ein Millimeter. Auch, ja, es ist auch wieder vermeidlich. So, sieht es so einfach aus, aber natürlich ist das voller Kaizo-Blöcke hier. Mhm. Goshi. Und deswegen muss ich so weit weg von dem Stein. Ui, das war knapp. Oh. Nice. Sehr gut. Dieses Ue, ich denke, man sagt Mauam. Mauam bei mir im Kopf. Schleichwerbung. Mauam. Ich glaube, da kann man alles hören, wenn man sich das nur in den Kopf setzt, dass er das sagt. Dann sagt er da plötzlich alles. Oh. Schade. Haben wir einen neuen Sponsor für Speedrandale? Mauam. Großartig. Ja, genau, der Cycle. Ja. Dachte ich auch schon gerade. Nee, das ist tatsächlich gewollt. Man kann danach nur leider nicht sofort wieder einsteigen ins Spiel. Also die Pause muss, ich glaube, 1,5 Sekunden bleiben.
Ja, komm, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück. Obwohl ich auch noch... Weiß sie? Hä? Ah, sie war sehr tief. Ja, fand ich jetzt auch seltsam. Wie passiert das denn? Oh. Da war es zu wolltest es direkt. Ja, ja. Nee, so geht das nicht. Warte doch einfach. Geduld. Ja, gerade so beim ersten habe ich halt. Gehe ich gerne mal hin und jetzt würde ich schon eher warten, weil jetzt zu sterben ist natürlich riskant. Ja, ganz. Ja, das ist halt Mist. Ganz niedrig. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich glaube, es ist auch schlau, quasi hier immer schon loszuspringen, ja, dass ich dann relativ zügig reagieren könnte. Ja. Ui. Dann ging er noch. Bin ich sehr zufrieden mit dem. Alter, nee, das geht nicht. Oh. Irgendwann ist dann die irgendwann kann ich keine Eingabe mehr machen. Aber der erste Bullet Bill würde mich noch töten. Ne, töten nicht. Wir sind ja bei Mario. Da stirbt ja keiner. Gehen alle außer Yoshi. Ja, ja. So, aber gefühlt ist das deutlich besser als gerade der. Oh ja. Das ist, die Hitbox unten ist deutlich größer. Das muss man einfach nur wissen, dass man eigentlich nach oben hin mehr Platz hat. Ist es häufig so, dass die Runner hier ihre PB machen? Oder ist das sehr selten? Na, hat das ja schon überhaupt nicht selten. Selten, ja. Ja, wir hatten mal Weltrekorde, aber das war tool-assisted. Die waren schon vorher gesetzt worden. Das Ding ist aber, hier ist natürlich sehr ähnlich wie bei, wenn du jetzt große Wettbewerbe oder so hast, nicht, dass es ein Wettbewerb ist, aber es ist ja natürlich ein Showcase. Ja, klar, ne? So ein Marathon eigentlich, ja. Und wenn sich sowas mal ergeben sollte, sagen wir natürlich nicht nein, wenn man eine PB oder ein anderer Rekord bei rauskommt, aber es geht ja mehr um zu zeigen, zu präsentieren. Ja. Es ist ja auch wirklich außer unfair. Bei dir, wir wollen PB jetzt sagen. Ja, bei dir jetzt. Also du hast jetzt... Aber wir quatschen ja auch wirklich immer rein und es ist deutlich einfacher, glaube ich, zu Hause dreimal am Stück es probieren zu können, als hier einmal und dann labern wir. Wir sind eigentlich wie, als wenn der Chat wirklich Stimme hätte. Jetzt und die ganze Zeit bohrt und nachfragt. Eigentlich sind wir Training für Speedrunner. Das finde ich aber auch beeindruckend, dass gerade Speedrunner, wenn sie es dann auf Twitch machen, ich habe das dann bei Resident Evil gesehen, dass die trotzdem noch den Chat lesen können, während sie Speedrun und dann noch auf Fragen eingehen. Das finde ich beeindruckend, weil das ist wirklich dann noch, da wird's wirklich schwierig. Das ist auch schwer, also ich finde es auch beim Training kommt immer auf das Spiel an. Ja. Relativ schwer ab und zu mal schnell auf den Chat zu gucken. Und dann das liest du ein bisschen länger. Ups, du bist tot. Ist schon tot, ja. Geht schnell. Das war wieder zu viel gewollt. Ja, aber das weiß ich auch vom Stream. Das ist ganz krass. Und ich gehe auch extrem auf den Chat ein. Und ganz häufig. Das möchte man auch. Ja, ja, absolut. Und dann geht's auch ab und zu schief deshalb. Das ist einfach so. Mann, aber das kann man halt auch trainieren. Ja, definitiv. Also, wenn du dich darauf einlässt, so ab und zu mal mit dem Chat zu reden, auch wenn es dich bei deinem Speedrun ein bisschen stört, das kann man trainieren. Ja, bei moderneren Spielen hast du natürlich trotzdem mal wieder so ein bisschen Downtime. Da ist eine Ladezeit. Ja, ja. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist aber der Wurm an so einer blöden Stelle. Muss doch da nur ein bisschen springen. Dankeschön. Nur ein bisschen springen, sagt er. Ja. Und auch auf dieser Wiese ist Eismechanik. Das ist bei Super Mario World so, sobald man in einer Eiswelt ist, auch auf dem Monty hier, ist überall Eis. Also das geht technisch auch gar nicht anders. Hat eine kalte Glatz. Ja, das soll es sein, oder? Ja, das soll es sein. Okay. Ja, das waren jetzt unnötige Tode. Ja, aber zum Glück nicht an einer schlimmen Stelle. Nein, das stimmt. Du konntest ja immer wieder neu respawnen. Precision. Ja, da sind wir wieder bei unserem Lieblingslevel. Oh! Ja, das war jetzt schon echt erstaunlich schnell. Nein. Ich wollte dann doch lieber einen Spin-Jump machen, weil der einfach eine andere Höhe hat. Aber ich sollte vielleicht mich nicht in der Luft umentscheiden. Wow. War knapp.
First ja. try. Ja. Hab drauf gewartet. Ja. Das war nämlich jetzt echt die Stelle, wo das du vorhin... Ja. Ich glaube, zwei oder drei Mal hat es mich da runtergehauen gerade. Unfair. Um die Ecke und dann noch schnell nach unten. Ja, ja. Kein großes Zeitfenster. Reine Folter. Ja, hier kommt man runter bei der Musik. Oh ja. Absolute Entspannung. Warum rutschst du rückwärts? Rein da. Es gibt eigentlich in den Leveln ganz gut versteckte Hinweise auf die Paläste. Mhm. Weil es sieht ja teilweise so aus, als hätte man im Leben nicht darauf, wo der Secret Exit ist. Es sind aber ganz schön in die Level eingebaut, die Hinweise. Okay. Den anderen habe ich auch, also das hat man eben ein bisschen gesehen. Da war die Pipe halt ein bisschen weiter ja, unten. Ja, ja, ja. Zack. Sehr gut. Jetzt Achtung, nicht trollen lassen. Der Trollbomb. Das ist der Ach-ja-Block. Ach-ja? Stay hydrated. Stay hydrated, ja, ja, wichtig. Mom hat wieder eine Pizza hydriert. In. Muss sein. Wow, auch First Try, das ist so selten, dass ich das hinkriege. Jetzt, der zweite war auf jeden Fall besser. Du hast das erste Mal am heutigen Tag, ja. Hat sich gelohnt. Ja, da sieht man tatsächlich, warm spielen ist, macht Sinn manchmal. Das ist ja wahrscheinlich auch so in Marathon-Umgebungen wie dem GDQ. Die Leute, die da dran sind, haben eben direkt vorher schon mal etliche Runden gemacht. Mhm. Ja, ja. Ist das Ding wieder weg? Nein, nein, nein. Finde ich. Manchmal ist es auch menschliches Versagen. Das war die P-Speed-Stage, ne? Ja. Ja. Zack. Aber gut, cool. Das ist aber gut. Ja, finde ich auch. Viele, die sonst ROM-Hacks spielen, spielen ja an einem Emulator am PC und dann nutzt man natürlich auch einen anderen Controller gerne mal. Und die meisten haben tatsächlich einen Spin-Jump auf der Schultertaste. Mhm. Ah. Standardmäßig ist es aber ja so, wie es damals war auf dem Super Nintendo, auf A. Und der ist natürlich echt nicht so gut zu erreichen. Und da muss ich mich auch erst extrem dran gewöhnen, aber ich wollte halt auch das Original-Layout haben. Aber dass man dann umgreift und mit X rennt und dann mit A springt, ist halt ja, ungewöhnlich. Man bewegt halt den Daumen komplett auf dem Gamepad. Es gibt hier auch, also in-game keine Möglichkeit, die Steuerung zu ändern. Nein, nein, nein. Ja, dann gehört das so. Finde ich auch. So ist das Original. Dem Level hatte ich am Anfang die meisten Probleme tatsächlich, aber funktioniert in letzter Zeit eigentlich so gut. Gotta go fast. Ja. Sehr gut. Natürlich auch ein großer Vorteil ist, wenn man es einfach auf dem Emulator spielt, dass man Save-States setzen kann und bestimmte Passagen ganz einfach sehr schnell üben kann. Ja, ja. Das funktioniert nicht, wenn man jetzt so eine Hardware nutzt. Ja. Da muss man das Level halt immer wieder neu starten. Auf jeden Fall. Aber irgendwie, finde ich, ist es halt so auch gewesen und es ist original. Ja, gut. Aber mit Save-States sind so eine Spiele auch für so Leute wie mich machbar. Ja. Naja, aber gerade wenn es ums Üben geht, dann ist es praktisch. Ja. Dann würde ich jetzt eine fiese Stelle einfach vorher abspeichern und kann mit einem Tastendruck immer wieder dahin zurück. Mhm. Ja, manchmal. Das hatte ich jetzt auch nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
sind im Prinzip Quadrate, die Hitboxen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ne? Auch wenn es Dreiecksform hat, müssen die Quadrate sein, die Hitboxen. Das war wieder Wendy hier, ne? Nee, das war der zweite. Ja. Sehr gut. Du kannst weitergehen. Den hol ich. Gut. Nee, lass ich. Sehr gut. Wow. Hm? Auch gutes RNG. Nur so 20 Minuten. Okay. Gut, gut, gut. Es fühlt sich auf jeden Fall deutlich schneller an. Ja, ja, ich hab, deswegen wollte ich gerade mal gucken. Ne? Aber es können ja nicht so viele Minuten sein, die du schneller bist, aber vielleicht ein paar? Zwei, drei? Ja, auf alle Fälle. Yay, Also, Mann. Da ist gerade für Leute, die neu anfangen mit Kaizo, die üben da tagelang, dass das überhaupt funktioniert. Und die Dinger, also die müssen im Blut sein, das Timing. Im Blut, ja. Oh, Baby. Hoch mit dir. Das war aber der letzte Frame. Ganz knapp unterm Stein. An den Stein geknallt. Aber. Alter. Immer wieder heftig aus. Ja. Hier habe ich gerade, glaube ich, auch ganz schön Mist gemacht am Ende mit der Slope. Oh. Na, da geht es halt darum, dass ich diese Regrab-Technik anwende. Das bedeutet, ich drücke Sprung in der Luft, um langsamer zu fallen. Ich darf aber nicht Sprung in dem Moment drücken, auf dem ich ankomme, auf dem Spiny, denn sonst springe ich hoch. Okay. Und da ist halt ein ganz kleines Zeitfenster. Oh. Ah, das war so knapp, die Windel bremst einfach zu krass. Ja, diese Stelle ist einfach fatal. Ja, zum Glück kann man hier, ist der Checkpoint relativ nahe gesetzt. Sehr human. Muss im Prinzip immer auf der Ober... Boah. Sehr gut. Super. Ich bin mir gar nicht sicher, ob solche Slopes im Original Super Mario gab, so steile. Ich glaube nicht. Mega steil kann ich jetzt nicht erinnern. Kann mich auch nicht dran erinnern. Wenn, dann vereinzelt. Ja. Der Baby River? Aus Babys. Okay, einfach warten. Aufstehen. Möchte man so wenig wie möglich laufen. Mhm. Ja, gut. Laufen unter Wasser sehr langsam. Ja. So, up in secret. Und das ist in der Tat jetzt beim Casual-Spielen sehr schwer zu finden, denn da ist der Hinweis im Geisterschloss davor. Ah, okay. Hier zu wissen, dass man hier jetzt einfach in die Pipe kann, ist schwierig. Und im ersten Schloss gibt es da halt einen Hinweis drauf. Okay.
Also gefühlt drücke ich tatsächlich immer eher Sprung in meinem Kopf, mhm, weil ich denke, dann ist es nicht so schlimm. Und dann versuche ich es halt lieber 2-3 Mal. Ja, ist ja auch ein bisschen Zeit immer bis auf. Ja, genau, ist ja kein Nachteil für dich. Andersrum wäre nicht gut. Nee, genau. So, der hässliche gelbe Palast. No. Ja, doch, das okay. Na. Oder sechs. Jetzt dieser letzte fiese Sprung, wo das Loch so groß wird. Ja. Ah. Man muss halt wirklich spät springen. Und dann darf man das Ganze hier nochmal machen. Das ist halt bösartig. Es ist aber auch schön, dass die Musik nicht resettet, wenn du stirbst, sondern einfach weiterläuft. Das muss zu früh sein, ja. Es ist halt echt ekelhaft. Das ist ja echt hart. Ja, ich sag ja, es ist halt wirklich an der Kante musst du springen. Ist ja echt hart, ja. Das ist ja wirklich, ist wirklich hart. Ja. Jetzt aber. Ich glaube, jetzt alle guten Dinge sind 3. Ja. Oh. Aber knapp. Das ist selbst als Zuschauer so entnervend. Ja, das war natürlich auch blöde Stellen, ne? Da musste man das ganze Level halt nochmal machen. Aber so ist es. Ich weiß, dass im Vergleich zur PB auf der Star Road, da entscheidet sich eigentlich erst alles. Da kann man Level, wenn die gut sind, dauern sie 30 Sekunden. Wenn es schlecht ist, dann dauert es 4 Minuten, weil sie wirklich deutlich schwerer sind. Mhm. Oh, jetzt hab ich nur auf die Geister geguckt unten. Und da schon, naja. So ein Troll. Hey. Ja, da stirbt man halt auch gerne mal beim ersten Mal. Ah, oh, Checkpoint und dann glaub, auf Wiedersehen. Der Pipe. Boah. Nein, nicht mit mir. Und da ist der Hinweis, da sieht man es tatsächlich, diese zwei Algen, die da hochkommen und der Pfeil in der Mitte und der zeigt, an der Stelle kannst du noch um. Alles klar. Ja. So, jetzt sind wir doch gleich schon, wir waren schon in Welt 4, ja. Gerade. Ja, so gerade eben. Mit, mein Lieber. Man hat auch tatsächlich nur diesen einen Versuch, unter dem Stein herzukommen. Denn sobald er nochmal auftupft, tupft er halt ganz knapp nur über den Boden und man kommt nicht mehr in die Palme. Also man kann ihn nur einmal aufspringen lassen. Und da hat man gesehen, jetzt hat er deutlich schneller den Football geschossen als gerade. Also es ist immer so ein Ding, riskiere ich es jetzt, sofort loszugehen oder nicht. Yay. Die armen Yoshis. Ja. Er macht sich kurz noch nützlich, bevor er stirbt. Mhm. Er stirbt nicht. Er schläft zurück ins Ei. Genau. Er versteckt sich kurz, er schläft ein. Ja.
Ja, lieber abwarten. Und das ist... Gut. Jetzt sind wir wieder auf Track. Auf jeden Fall. Gut aus. Na, das ging gerade erstaunlich gut. Das ging, glaube ich, tatsächlich im First Try mit den Disco Shades hier. Das kriegen wir wieder hin, pass auf. Ja. Oh ja, tatsächlich. Wow. Ja, sag ich doch. Ich sollte immer sagen, ich spiele. Ich glaube, First Try Champion. Ja. Und im Prinzip ist da auch nur der letzte Sprung das Problem. Und das Level dauert, ich glaube, der Goldspeed ist hier 31 Sekunden bei mir. Wenn es gut läuft, sind es 31 Sekunden. Wenn es aber, wenn ich sterbe, muss ich das ganze Level nochmal machen. Und dann sind es quasi schon eine Minute, ist es schon eine Minute. Ja. Und es ist nur der letzte Sprung, der da alles entscheidet. Ja. Kein schönes Level zum Sterben. So, die ging gerade auch gut. Das Glück brauche ich nochmal. Ui. Boah, das war. Oh, das ist der Schwein aber gerade weggegangen. Alter. Boah, ich dachte, der Shell trifft noch den anderen Knopf. Du warst extra spannend jetzt. Ja, rein, ne? Besser geht's nicht. Ohne dass ich sie einmal nicht getroffen habe. Ja. Unglaublich. Das ist auch eine coole Mechanik mit dem Koopa, das ist einfach super gebaut. Das, ja, das ist echt toll. Bobby. Sind wir fast schon wieder da, wo wir aufgehört haben? Zwei Level noch. Zu hoch und das gleiche wie gerade. Das auch noch hier. So. Ging gleich wieder unter dem Stein her, auf dem Naked. Wir versuchen's. Nice. Easy every time. Ja. Oh, boah, das ist wirklich. Der hätte mich sowas von erwischt. Ja, ne? Wenn du das Thema weißt. Wie sie immer am Ende noch irgendwas machen. Ja, es muss so sein. Ja, es ist ja irgendwie auch, man will es ja. Deswegen spielt man es wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, warum man sowas spielt, aber das liegt daran. Hat auch schon ein bisschen was mit Selbstfolterung zu tun. Das denke ich aber auch. Ja, aber ich glaube, sobald man das dann geschafft hat, ist das so ein gutes Gefühl. Ja, das stimmt. Man hat halt auch schnell Progress. Ne? Man stirbt halt einfach schnell beim zweiten Mal schon deutlich weniger, beim dritten Mal wieder deutlich weniger. Das geht halt gut. Und dann kommt eine Stelle, wo du 20 Mal hintereinander krepierst. Und dann willst du es nur noch ausmachen. Also bei jedem Speedrun. Ja. Wie viele Tode haben wir denn? Sind, glaube ich, auch schon 20, ne? Nee, ich glaube... Meinst du nicht? 10 oder so? Nicht mal. Nee, schon 20. Aber echt? 26. Oh, doch aber, so viel. Naja, so viele? Sind es so viele? Nee, es ist tatsächlich doch so viel mehr, als ich gedacht hätte, meine ich. Aber deutlich weniger als gerade. Ja, es verteilt sich, finde ich, sehr spärlich. Komm, Wasser! Ah. Gut.
Das triggert mich jedes Mal. Ich möchte sofort in die Pipe. Ja, die fallende Plattform davor ist natürlich auch fies. Was wäre denn, wenn durch den Zufall, weiß ich nicht, der Perfektion, ihr, du und andere Leute jetzt dieselbe Zeit habt, weil ihr einfach beide gleich wie Maschinen geschaltet seid? Ja. Würdet ihr euch dann einigen, dass die Zahl der Tode entscheidet oder die Punkte oder so? Oder ist das dann... Die Zeit entscheidet. Also ich glaube, das ist erstmal so unrealistisch, okay, dass man darüber gar nicht sich keine Gedanken muss auf alles vorbereitet sein. Ja. Das spielt dann ein Komitee. Ja, genau. Und da wird dann das Gremium einberufen. Ja. Da sind wir aber wieder an der Stelle, wo es gerade tatsächlich leider ja Probleme gab. Mhm. Und ich bin auch echt häufig hier gestorben. Ich mache es einfach besser. Machst du jetzt schon, ne? Easy! Saftnase. Und das ist jetzt auch ein fieser Troll, ich muss mich sofort wieder zurück. Wenn ich jetzt nach rechts laufe, laufe ich immer weiter nach rechts, sonst kommt kein Block. Also man muss halt einfach einmal kurz nach links. Und dann ist er auch da. Okay. Das ist kein gefährlicher Troll, aber ist halt lustig. Ja. Eine Frage, ob jemand an der Pflanze da hinten mal gestorben ist. Gute Frage. Einfach, um es mal zu sehen. Warum ist sie da? Genau. Ja, gute Frage. Die ist wahrscheinlich nur da, um die Angst einzujagen. Ja? Komm, ja, drück den Schalter. Irgendwas passiert vielleicht. Ja. So, jetzt sehen wir das Level nochmal ohne Secret Exit und dann das weitere Level. Bye bye. Ja, der Arme. Speedrunner hassen ja schon. Das ist auch eine ganz, also da stirbt man halt auch so. Ja. Der kommt halt genau in dem Moment hoch und wie man es so reflexmäßig macht, immer nach rechts halten, dann bist du tot. Yoshi hasst Speedrunner, glaube ich, ja. Ich glaube, der hasst die sehr. Mögen sich beide nicht. Du. So, Baby's First P-Run. Schöne Mechanik, man aktiviert einen P-Run und hat nur die Zeit, jetzt hier die Steine zu nutzen. Ja. Solange der P läuft. Diese Kaizo-Block. Okay. Oh, okay. Ohne Worte. Das war ganz knapp. Wir sind fast ausgelaufen. Und dann werden die Münzen zu Blöcke und man kann nicht mehr raus. Sehr komische Bewegung für die Plattform gerade, wo du drauf gegangen bist. Einfach schräg voll Speed runter. Ja. Okay. So. Das letzte reguläre Level in Annie. Vor dem Endboss-Level. Und hier sind einfach die Schalter weichen. Würde sehen, wenn ich den nicht aktiviere, fällt die Plattform runter. Oh, ja. Sehr gut. Das ist auch immer sehr gefährlich. Ein Mentalkräftezehren, das sieht man, selbst im Zugucken. Absolut, wirklich. Absolut. Ich bin komplett. So, jetzt kommt das Bowser-Level mit dem Endboss. Das, was hier so ein großes Problem ist, sind im Prinzip vier Räume, die man schaffen muss. Und es gibt keinen Checkpoint, erst vom Endboss. Und stirbt man im vierten Raum, ist man halt wieder hier. Das war der erste, die Welt halt immer ein bisschen schwieriger. Und der vierte ist natürlich besonders fies. Holy shit. Nein. Oh, im Prinzip, ja, das ist halt auch wieder, riskiert man das, wenn du kurz, man kann halt mit dem richtigen Timing es so schaffen, dass das dritte Mal quasi nicht, dass die nicht noch ein drittes Mal erscheinen. Ja, ist halt. Aber man sieht, das ist natürlich ein Problem hier. Ich muss das ganze Schloss nochmal machen.
Ja, aber allzu lang ist es jetzt auch nicht. Nee. Knapp. Boah, Alter. Ja, Alter. Das ist geil, Alter. Und das ist halt auch Eis, also alles ist hier Eis, auch diese Plattform. Ja. Und dieser Sprung hat mich halt auch schon, der hat schon viele Runs gekillt. So, jetzt sind wir beim Boss. Jetzt Ludwig. Nein. Nee, das ist dieses Nashorn, was man so kennt. Allerdings etwas, ja, schwerer. Mist. Das große Problem ist, wenn wir das letzte Nashorn treffen, verschwindet die Plattform hier unten. Ah, okay. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach von unten drauf. Mist. Oh! Ja. Wow! Mist. Ach, das ist halt das große Problem. Und dann auf, dann auf die nächste Plattform. Okay. Ja, das ist das große Problem. Sonst wäre es halt auch gar nicht so wild. Aber der letzte Treffer. Und das könnte gut werden. Ja. Ja, sehr Mann. Schön. Noch sicherheitshalber nochmal. Man muss nochmal. Ja, man muss, sonst wirst du umso. Ich möchte den Typen. Sehr schön. Ja, das wäre jetzt das Ende von Annie. Aber wir haben jetzt alle Schalter geholt. Wir können also über die Star Road. Yay! Und da kommen jetzt, glaube ich, nochmal 5 Level und die sind wirklich easy. Ja, die sind wirklich. Das ist noch sehr easy. Das ist nämlich der Switch-Check. So wurde es halt gelöst, dass man halt alles holt, sonst käme man hier nicht weiter. Also, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll gewesen. PB. Ja. Für den Level. Gold Split. Ah, und das ist fast schon das Kniffligste von der Star Road. Also, Yoshi muss den Panzer in den Mund nehmen. Alles. Ich muss halt möglichst spät springen, damit ich weit hinten. Das war auch zu früh. Oder auch nicht? Oh! Ja. Alter Schwede. Naja, das ist halt. Jetzt wird's wirklich kniffliger. Nein, und dann muss man starten. Oh, ja. Gut. Das Feuer muss gespuckt werden, damit kurz vorm Ende halt Naked getötet wird, der sonst uns im Weg wäre. Shit. Ja, die Level sind wirklich kaiso. Ja, das ist wirklich schwer jetzt. Ja, das ist wirklich das Kaiso. Oh. Aber wie gesagt, also hier kann man einen Goldsplit von 30 Sekunden machen, aber ich glaube, in der PB waren es auch irgendwie 2,5 Minuten oder so. Das ist fies, das Level. Und im seltensten Fall klappt das beim ersten Mal. Das war jetzt auch sehr weit hinten. Oh, das geht, ja. Nice. Perfekt. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, das ist sehr kurzes Level, aber auch ganz, ganz fies von den Eingaben her. Vor allem auch auf dem Original SNES Gamepad, weil man halt X und A ständig braucht. Und zum Glück haben wir es auf Cam. Ja. Das finde ich auch ganz cool gemacht. Hier ist halt Invisibility heißt das Level, weil ganz viele Gegner halt hinter den Bäumen sind. Und vor allem das hier. Oh, ätzend. Wow! Oh, nice! Das war nice. Lucky! Alter! Nice! Gut, gut. Das war wirklich lucky. Sehr schön. Hammer! Ja, gut. Ey, das sieht das ist so easy aus. Auf einer, in meinem Kopf denke ich, ja, das könnte ich auch. Aber wenn man es halt mal in der, ne, das einmal in der Hand gehabt hat, das ist unfassbar, wie du das manövrierst. Oh, richtig fertig. Auch ein ganz, ganz kurzes Level. Aber es gibt halt auch wenig Boden in dem Level. Ein Fuzzi.
war's schon. Oh, okay. Wirkt eigentlich auch sehr leicht, aber ich glaube, da habe ich auch die meiste Übung reingesteckt in das Level. Simon, du hast es gleich geschafft. Ja. Seid ihr, macht euch das nicht fertig? Doch. Dazu zu gucken, man will, man geht so mit bei jedem Sprung. Jetzt sind wir schon im letzten Level. Der Boss ist das kleinere Problem. Das Level ist aber ein kleines Problem. Wow, das war perfekt. Ist gleich Time? Oder? Ja, wenn der Boss, wenn der Screen nach dem Boss schwarz wird. Wenn man hier das richtige... Zweimal. Okay. Ja, man muss sie zweimal treffen. Aber wenn man hier den richtigen Rhythmus hat, dann geht es tatsächlich. Oh, bereit und wenn es jetzt schwarz wird. Wenn es komplett schwarz ist, der Screen. Also, Time. Jetzt. Jetzt, okay. 45, 10. Das ist eine gute Zeit. Nice. Eine gute Zeit, ja. So gut. Ja. Aber kein Weltrekord, oder? Also Welt. Nee, Weltrekord ist 43, 12. Ja gut, dann halt nochmal. Ja. 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 Ja, es sind wunderbar. Dann so, das ein oder andere Level, das ist dann fies, wenn man 3-4 Mal stirbt. Wenn dann der Wurm drin ist, ne, dann ist eine Minute weg und dann ist vorbei. You're not a baby anymore. Du sagst, keiner der schweren Kaisos, also es für mich ist knifflig. Ja, wenn ich das höre, ne, keine sehr schweren. Naja, es ist halt wirklich ein Light-Kaiso, so ist das auch eingestuft auf der Seite. Bedeutet natürlich nicht, dass das nicht schwer ist, aber es gibt halt immer schwerere Sachen. Härter geht's. Irgendwo muss man ja auch dann erstmal anfangen. Ja, genau. Also es war wunderbar zum Zugucken. Ja. Ich hatte eine Menge Spaß und ich wette, ihr beide auch. Ja. Das ist der Entwickler. Das ist der Erbauer, genau. Sowieso ist auch bei mir schon lange in der Community. Guter Hack einfach. Super cool. Auf jeden Fall. Shoutouts an den, hast du gut gemacht. Ey. Super Musik, super Hammer. Design. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Sehr gut. Ja. Den ganzen Shoutouts. Nee, es war wirklich. Ah, und da, warte mal, Shoutouts auch an dich. Ja, ne? Natürlich. Ah, ja. Da bist du mit dabei, direkt, aber noch über Budspot. Das gefällt mir. Ja, sehr schön. Das war Baby Kaizo World. Also kann ich jedem nur empfehlen, wer Mario mag, sollte sich die Hacks mal angucken. Ist einfach unendlich viel gibt's einfach. Mhm. Unendlich viel. Man kann jedes Wort vor Mario World eingeben und man findet dazu ein Hack. Egal, was man möchte, wenn man auf Pokémon steht, dann gibt's auch ein Pokémon Mario World Hack. Also das ist der Hack, den du gerade aktuell spielst und streamst? Ja. Oder was ist aktuell sonst bei dir dran? Das ist gerade jetzt, ne? Das habe ich jetzt gespeedrunnt hauptsächlich. Eigentlich nur. Also wenn du die PB noch mal um 10 Minuten senkst, ja, und andere Sachen. Ja, genau. Nein, ich will ja ein bisschen die Anforderungen hochstellen. Es ist jetzt vor kurzem Grand Poo World 2 rausgekommen, da haben ganz viele drauf gewartet. Das ist aber wirklich noch mal ein ganz anderes Level, viel schwerer. Mhm. Und da starten jetzt so langsam die Speedruns. Und da habe ich auch großes Interesse dran, das zu machen. Da starte ich jetzt am Sonntag mit. Und wenn da irgendwie mal eine gute Zeit drin ist, dann komme ich wieder. Ja, auf jeden Fall. Man findet dich weiterhin twitch.tv/densen86. Ganz genau, ja. Jeden Tag, außer samstags. Bin ich 6 Stunden online. Genau, samstags muss man ja noch einkaufen bei Aldi. So, ne? Ganz genau. Man braucht ja noch ein bisschen Ressourcen. Genau, Densen86 mit 2 N. Besuchen, und Follow 86. Dalassen. Ja, danke schön. Und wenn ihr euch bewerben möchtet, speedrandale@rocketbeans.tv, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr gerne uns schreiben, Feedback und Wünsche und alles drum und dran. Ja. Ansonsten aber auch Bewerbungen direkt bei Sia, bei @simiclove oder zugucken twitch.tv/simiclove101. Ja. Megaman hatten wir schon. Megaman hatten wir. Im Moment ist The Messenger ganz viel. The Messenger. Irgendwas mit Hundos musst du machen, weil wir brauchen Strudels Hunde. Du brauchst schon wieder Hundos. Ja, irgendwas mit Hundos musst du machen. A Dog's World oder so. Nein, das und viel mehr natürlich im Internet. Dazu noch gerne, schaut euch auch den ersten Besuch von Densen an. Das war Super Mario Odyssey. Nicht Dark World, sondern Dark Side. Die Dark Side, die ganz harten Missionen. Am Ende hinaus auch ein sehr schöner Speedrun. Mhm. Und natürlich alles, was wir hier mehr haben. Dich werden wir noch mal kurz in einer anderen Funktion sehen. Eventuell müssen wir gucken von der Ausstrahlungsrhythmus aus her. Also du bist uns noch nicht ganz los. Ja, du bist gleich noch mal bei sehr einer anderen Freue mich dabei. Sehr, ja. Aber ja. Mal nicht als Speedrunner. Nein, mal nicht als Speedrunner. Das wird auch interessant werden. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Wir sagen Tschüss. Bye. Bis dann.